Boah. Hör mal, kannst du mir mal die Rechnung von dem Stromanbieter bringen? Ich bin hier nämlich gerade Buchhaltung am Machen und ganz ehrlich, Buchhaltung ist ja, ja, sagen wir mal, da muss es schon jemand sein, der das Thema mag, dass du Buchhaltung magst, oder? Ich werde dir heute ein paar Tipps geben, die krass verändernd sind, die deine Buchhaltung komplett revolutionieren, besser machen, übersichtlicher machen und extremst vereinfachen. Buchhaltung ist so ein Thema, mit dem haben die Leute, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich keine Lust, sich mit auseinanderzusetzen, kann ich komplett nachvollziehen, weil es irgendwie eine operative Tätigkeit ist, die keine Einnahmen produziert, sondern, außer ich reiche die Belege alle richtig ein, dann reduziert es zumindest vielleicht die Steuerlast, aber ansonsten ist es was, was Leute nicht gerne machen. Bei der Buchhaltung ist eine Sache extrem wichtig. Wir fangen mit was Kleinem an und dann kommen wir zum ultimativen Tipp. Also bei der Buchhaltung ist eine Sache ganz wichtig, dass du eine Struktur hast. Und dabei scheitert es schon bei den meisten. Also wo legst du deine Daten ab? Wo legst du digital deine Belege ab? Welche Art von Belegen hast du? Wie beschriftest du deine Belege? Je größer dein Unternehmen wird, desto mehr Belege wirst du haben. Wir haben mittlerweile so viele Belege, dass es wichtig ist, eine gute Struktur zu haben, zu wissen, wo die abgelegt werden, die eben entsprechend auch zu benennen. Weil vielleicht brauche ich einen Beleg für eine Garantie, vielleicht brauche ich einen Beleg, um irgendwie Stornokosten geltend zu machen oder ähnliche Dinge. Und dann muss ich natürlich wissen, wo diese Belege liegen. Das ist das Allererste. Also, dass ich eine gute Übersicht über meine Belege habe. Das Zweite, dass ich mir aller Fristen, die ich in der Buchhaltung habe, bewusst bin. Also, dass ich weiß, zum Beispiel, wenn ich meine Buchhaltung jetzt in dem Falle für meine Umsatzsteuervoranmeldung brauche, die ich immer bis zum 10. des Folgemonats einreichen muss und wenn ich eine Dauerfristverlängerung habe bis zum 10. des dann folgenden Monats, dass ich weiß, ich beschäftige mich nicht einen Tag vorher mit meiner Buchhaltung und fange dann an, stundenlang zu suchen. Immer wenn ich mit Unternehmern rede, dann sagen die mir, boah, ja, jeden Monat, das sind so 4-5 Stunden Buchhaltung. Da sage ich immer, Digga, was machst du denn da den ganzen Tag? Also eine Übersicht für sich zu haben. Und um das Ganze zu vereinfachen oder besser zu machen, gibt es ein ultimativ geiles Tool. Das ist eine absolute Herzensempfehlung. Das benutze ich selber seit Jahren. Und das Tool ist Get My Invoices. Also hol dir meine Rechnungen. Was macht Get My Invoices? Du kennst vielleicht den Fall, ich kenne ihn sehr gut, also der eine Mitarbeiter hat einen Telekom-Vertrag, der andere Mitarbeiter hat einen Vodafone-Vertrag, der eine Mitarbeiter hat da die und die Rechnungen, bei uns kommen Miete und Belege und von 800 Online-Tools, also ich habe keine Ahnung, wie viele Rechnungen. Das Problem ist, ein Teil schickt uns die Rechnung per E-Mail, ein Teil schickt uns die Rechnungen per Post, ein Teil, Großteil, muss ich mich einloggen und mir in einem Online-Portal die Rechnung herunterladen. Das Geile bei Get My Invoices ist, dass Get My Invoices dir die Rechnungen herunterlädt. Das heißt, du gehst in das Tool rein, wie so eine Meta-Maske, kannst dort deine anderen Portale anlegen, Telekom, Vodafone, Stromanbieter, alle Tools, die du verwendest. Und sobald dort neue Rechnungen aufpoppen, holt Get My Invoices diese Rechnungen ab. Das ist schon extreme Vereinfachung, weil du nicht mehr hingehen musst und in jedem Tool dich einloggen musst, um das dann eben entsprechend zu machen. Ich verlinke dir das hier auch in den Shownotes, in der Beschreibung, dass du genau dahin kommst. Aber damit ist es nicht getan. Es gibt weitere Vorteile. Der nächste Vorteil ist, du hast die Möglichkeit, dein Postfach, dein E-Mail-Postfach damit zu verbinden. Das heißt, du gehst hin, verbindest dein E-Mail-Postfach mit Get My Invoices. Get My Invoices screent dein E-Mail-Postfach, guckt, wo Rechnungen sind und lädt diese Rechnungen für dich herunter, ebenfalls in diese Meta-Ebene. Das heißt, du hast dann schon dort alle Rechnungen, die dir per E-Mail zugeschickt werden. Du hast alle Rechnungen, die du in Portalen abrufen kannst. Wahnsinn. Du kannst selber ebenfalls Rechnungen, die du auf anderem Wege bekommen hast, auch dorthin schicken. Das heißt, du hast schon mal eine Stelle, an der sich wirklich alle Rechnungen befinden. Das ist das, was man wirklich unter automatisierte Buchhaltung oder automatisiertes Rechnungsmanagement versteht. Der nächste Vorteil für dich ist,
dass du dann Schnittstellen schaffen kannst. Schnittstellen zum Beispiel zu Datev oder zu deiner Rechnungssoftware, die du benutzt, wo du Rechnungen stellst oder was auch immer. Das heißt, wir benutzen zum Beispiel von Datev Unternehmen Online. Das heißt, Get My Invoice, es geht hin, holt alle Rechnungen ab bei allen Portalen aus E-Mails und so weiter und lädt die dann nach einem bestimmten Zeitmuster, Zeitintervall zu Unternehmen Online hoch. Das heißt, mein Steuerberater, der dann darauf zurückgreift, hat sofortigen Zugriff, sofort Thema Fristen auf alle Rechnungen, die wir sozusagen erhalten haben. Erstens habe ich dadurch einen viel besseren Überblick auch über die finanzielle Situation meines Unternehmens. Zweitens über die potenzielle Steuerpflicht. Und drittens weiß ich ganz genau, welche Rechnungen mir auch noch fehlen. Und das ist für mich ein Tool, der totale Wahnsinn. Ebenfalls kann ich hingehen und sagen, leg mir die Rechnungen aber nicht nur zu Unternehmen online, sondern lad mir die auch noch in irgendeine Cloud, dass ich die alle sortiert irgendwo habe. Kann auch sagen, wie die Dokumente zum Beispiel beschriftet oder benannt werden sollen. Auch das ist ja ein Riesenvorteil, weil du damit nichts mehr zu tun hast. Also eine absolute Herzensempfehlung, die unsere Buchhaltung oder unseren Aufwand besser für die Buchhaltung extremst vereinfacht hat. Du kannst deine Bankkonten damit verknüpfen und. Also werf unbedingt einen Blick drauf, das ist ein Tool, also wenn du das nicht nutzt, verschleuderst du einfach Zeit. Also, ich verlinke dir das nochmal in den Shownotes, guck es dir unbedingt an, nutzen, Zeit sparen und mit der Buchhaltung viel weniger Stress haben. Schreib mir nochmal in die Kommentare, wenn du Bock hast, schreib mir nochmal in die Kommentare, was das Wort Buchhaltung so bei dir auslöst, würde mich interessieren. Schön, dass du dabei warst.